I tell these bad bitches, accolades, got Will's son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I blast away. You ain't getting through me. Nah, Tim Howard, been here 10 hours. My chick's sour, rising and falling together, though, like we the Twin Towers. Nothing's taken, I'm frustrated. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Plantigor Karnivoren Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine Kopralilie, auch Darlingtonia genannt. Vorab, Darlingtonia ist keine Anfängerpflanze, da die Wurzeln recht empfindlich sind und zu hohen Temperaturen nicht vertragen. Man sollte ein lockeres Substrat aus Weißtorf und Perlit verwenden oder direkt in Sphagnum, also Torfmoos, pflanzen. Hohntöpfe sind wegen ihrer Verdunstungskälte sinnvoll. Am besten kultiviert man die Pflanze draußen, an einem sonnigen Ort. Im Hochsommer sollte gegebenenfalls leicht schattiert werden, um ein Überhitzen des Topfes zu vermeiden. Obwohl Darlingtonia in Gebirgslagen vorkommt, gilt sie nur als unbedingt winterhart und sollte daher möglichst frostfrei überwintert werden. In wärmeren Regionen ist eine Überwinterung im geschützten Moorbeet problemlos möglich. Für das Terrarium ist die Pflanze wegen ihrer Größe, möglichem Lichtmangel oder zu hohen Temperaturen nicht geeignet. Außerdem ist die Kopralilie Darlingtonia californica die einzige Art ihrer Gattung und gehört mit den Schlauchpflanzen, also Sarracenia, und Sumpfgrünen, also Heliamphora, zur Familie der Schlauchpflanzengewächse. Dieser Familie sind zu aufrechten Schlauchfallen umgebildet. Bei Darlingtonia enden diese Schlauchfallen oben in einer überhängenden Kuppel, welche an der Unterseite eine kleine Öffnung aufweisen. An dieser Öffnung beginnt eine nach unten hängende gegabelte Zunge. Das wäre diese hier. Während des Wachstums dreht sich die Falle, wodurch sich die Zunge und die Fallenöffnung nach außen zeigen. Die gesamte Schlauchfalle erinnert daher an die namensgebende Kobra in Drohstellung. Durch Nektardrüsen werden Insekten zur Zunge und anschließend in die Kuppel gelockt. Ein Kragen an der Öffnung erschwert den Insekten den Rückweg, während durchsichtige Fenster in der Kuppel das Opfer in die Irre führen. Von innen betrachtet täuschen diese Fenster eine ungehinderte Möglichkeit des Entkommens vor. Das Opfer versucht vergeblich, durch diese Fenster ins Freie zu gelangen. Früher oder später fällt das Insekt in den Schlauch. Die rutschigen und mit kleinen Härchen versehenen Wände des Schlauches machen ein Entkommen unmöglich. Diese Insekten werden anschließend verdaut. Ich hoffe, euch hat mein Video und meine Infos zu dieser Pflanze geholfen. Und über eine positive Wertung würde ich mich sehr freuen. Plantigor meldet sich ab. Bis zum nächsten Video und ciao.